RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Alter, das wäre geschafft, ey. Echt heftig. Ich hab nicht gedacht, dass du das Ding heile Runde bringst. Tja, mein Bester, da siehst du mal, was 2 Jahre Flugsimulator von Microsoft so alles bewirken. Ich kann eigentlich jede Maschine fliegen, vom Segelflugzeug bis zur Boeing. Ich kenne nur Bohle und die schmeckt sehr lecker. Ey, schau mal, die filmen Werner ab. Ja, von wegen, das WC war verstopft und der Pilot wollte dir helfen. Siehst du mal, wie gewieft diese Taliban sind, ey. Den kannst du nicht vertrauen, selbst wenn sie erwischt werden. Immer noch eine Ausrede am Start. Wie, wer hat die Flugtickets? Ach du Scheiße. Mann, nun führen sie ihn ab und wir können nicht heim. Blitzmerker, Lenny, du bist echt ein Honk, Alter. Echt, wie kannst du Werner den Taliban die Tickets geben? Hatten schon wieder von Honk. Und woher soll ich denn wissen, dass Werner ein Taliban ein Flugzeugentführer ist? Außerdem, wenn ich dir die Tickets gegeben hätte, wäre das genauso gekommen. Du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das wäre genauso, als wenn ich hier einfach dahin gegangen wäre und hätte dann gesagt, hier, hör mal, Ist ja genauso, als wenn du, lass mich mal kurz überlegen, als wenn du versuchst, mit einem Sieb Sand zu transportieren. Und wenn du angekommen bist, stellst du fest, zack, der Sand ist weg. Aber findest du den Vergleich nicht ein wenig weit hergeholt? Ach, ist doch auch egal. Werner wird abgeführt und der hat unsere Tickets. Na, ich frag die Tante mal da vorne von der Polizei. Eventuell weiß die ja, wo sie Werner hinbringen. Guter Plan, mein Bester. Ich werde uns was zu trinken sichern. Hey, Sie, ich bin der Mord, Mord Mansage. Und ich hätte da mal eine Frage. What? Geht das auch in Deutsch? Ja, natürlich. Wir von der Flughafenpolizei sind 5-sprachig. Bedeutet, wir können 5 Sprachen fließend sprechen. Also, was wollen Sie von mir? Wie kann ich Ihnen behelfen? Naja, Sie haben ja gerade den Taliban abgeführt. Was machen Sie mit denen? Wo bringst du denn den hin? Der kommt sofort nach Guantanamo, Kuba. Dort wird er verhört und festgehalten. Oha, ich dachte, die dürfen ja keine Gefangenen mehr nach Guantanamo bringen. Ja, das stimmt. Offiziell ist das auch so. Wenn wir den also wiedersehen wollen, müssen wir nach Guantanamo, wa? So sieht es aus. Okay, na dann mach ich mal weiter. Ich dattel mal weiter. Have a nice day und so. Was gibt es Neues? Nicht viel. Lass uns erstmal was trinken gehen. Wir haben noch eine lange Reise vor uns. Wie? Reise? Wohin geht's? Gibt's Alk und Weiber? Ach, egal. Ich bin dabei. Naja, nicht ganz. Wir müssen nach Guantanamo, um Werner da rauszuholen. Wegen unserer Tickets. Wieso kaufen wir uns eigentlich keine neuen? Na, weil, naja, wie soll ich denn sagen? Naja, wir haben auch unsere Geldbeutel und somit auch unsere Kreditkarten und Ausweise. Hast du ja Schwein, dass ich immer einen 20-Euro-Schein gerollt in meiner Hose habe. Und zwar in jeder Tasche 2. Also haben wir genau 80 Euro, um Guantanamo zu besuchen. Ach, ich hab da schon einen Plan. Wir schlagen uns durch die USA bis runter nach Vegas und dann zocken wir ein bisschen. Du bist ja auch ein kalter Hund. Werner hockt in Guantanamo und hat unsere Tickets und den Geldbeutel. Und du denkst an nichts anderes als an Zocken. Du Nuss, Lenny, da zeigt sich echt wieder, dass du ein Honk bist. Also wir kommen doch nicht mit deinen 80 Euro bis nach Guantanamo. Also versuchen wir unser Glück in Vegas und verdreifachen deine 80 Euro beim Blackjack. Man nannte mich nicht umsonst schon in der Schule Mr. Blackjack. Ich hätte da nämlich ein ganz gutes System, nämlich Karten zählen. Das ist doch verboten, oder? Ach egal, Hauptsache wir kommen wieder heim. Ganz genau, Lenny. Lass uns erstmal in unser Hotel einchecken. Und was trinken. Ja, und uns den Bauch verschlagen, denn ich glaube, wir werden so schnell nicht mehr was umsonst bekommen. Das ist der Anfang eines gigantischen Abenteuers und ich und du sind live dabei. Das habe ich fast befürchtet, Lenny. Ganz genau.